Es ist Freitag, der 8. April. Herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Das sind unsere Themen heute. Sportministerkonferenz. Sport hat hohen politischen Stellenwert. 9 Euro Monatsticket. Entlastungspaket für den Nahverkehr im Sommer. Rolling Stones Affäre. Geldstrafe für ehemaligen Bezirksamtschef. Mit Corona und dem Krieg in der Ukraine stehen uns größte gesellschaftliche Herausforderungen bevor. Nicht nur für mehr Lebensqualität und der Förderung der Gesundheit soll der Sport stehen. Er soll sich auch gegen soziale Destabilisierung entgegensetzen. Verschiedene Sportministerinnen und Sportminister haben sich nun zusammengetan, um dem Sport mehr politisches Gewicht zu geben. Und dieses Gewicht soll gemeinsam stark machen. Sport ist vieles. Was er nun werden soll, neuer Auftrieb nach 2 bewegungslosen Jahren in der Pandemie, ein Zeichen für Integration und Zusammenhalt. Verschiedene Minister aus der ganzen Republik trafen sich am Donnerstag und Freitag in Hamburg, um dem Sport eine neue Richtung zu geben. Was der Angriffskrieg gegen die Ukraine teilt, soll der Sport ein Stück weit wieder vereinen. Ganz häufig ist der Sportverein der erste Ort, wo Menschen ankommen, wo sie ohne Barrieren sofort dabei sein können, weil Sport universell ist, keine Sprachkenntnisse braucht, die Regeln bekannt sind und da entsteht schnell Gemeinschaft, Zugehörigkeit. Das ist enorm wichtig. Geflüchteten aus der Ukraine wird in vielen Hamburger Sportvereinen die Hand gereicht. Gleichzeitig wurde auf der Konferenz betont, dass man sich im globalen Sport weiterhin von Russland distanzieren wolle. Russische Sportler in Hamburg sind davon jedoch nicht betroffen. Wer hier lebt und einen russischen Hintergrund hat, aber hier lebt und hier schon länger sportlich aktiv ist, der kann selbstverständlich weiter seinem Sport nachgehen. Der ist hier Teil unserer Gesellschaft. Es geht um die, die für Russland antreten, mit der russischen Flagge und hier Repräsentanten auch ihres Systems und ihres Landes sind. Das wollen wir hier im Moment nicht haben. Für Nancy Faeser stand in diesen Tagen die erste Sportministerkonferenz als Bundesinnenministerin an. Schon nach 4 Monaten Amtszeit stehen ihr die Entscheidungsfragen zur wohl umstrittensten WM seit Jahren ins Haus. Das Gastgeberland Katar steht wegen menschenrechtswidrigen Zuständen in der Kritik. Ob Faeser selbst dorthin reisen wird, weiß sie noch nicht. Es ist ja eine sehr ungewöhnliche Weltmeisterschaft, kurz vor Weihnachten, im Winter. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Das Zweite ist, dass wir natürlich darauf achten müssen, dass auch arbeitsrechtliche Standards in dem Land eingehalten werden, Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Das Land hat sich schon auf den Weg gebracht. Es hat insbesondere die Gesetzgebung schon stark verbessert. Jetzt muss man gucken, was in der Realität davon auch umgesetzt werden kann und wie viel vielleicht durch ein solch internationales Sportereignis dort auch positiv verändert werden kann. Und ob sich Dinge mit der Hilfe vom Sport zum Positiven entwickeln, wird sich auf der nächsten Sportministerkonferenz zeigen. Vor rund 2 Wochen hatte die Ampelregierung als Teil des Entlastungspakets beschlossen, für 3 Monate ein 9-Euro-Ticket einzuführen. Das war leichter gesagt als getan. Ich bin nur mit dem Sprecher des HVV, Rainer Vohl, verbunden. Herr Vohl, voraussichtlich ab dem 1. Juni soll es das Ticket geben. Sie haben immer betont, dass alle Kundinnen und Kunden vom 9-Euro-Monatsticket profitieren werden. Ist das denn so? Ja, definitiv. Alle Kundinnen und Kunden werden davon profitieren. Und zwar ohne, dass sie sich extra darum bemühen müssen. Was bedeutet, dass die vielen Kundinnen und Kunden, die ein Abo bei uns haben, ob es ein Vollzeitabo ist oder ein Großkundenabo bzw. ein Profiticket oder ein Semesterticket oder ein Schülerabo, nichts tun müssen. Ihr Abo wird automatisch im Preis auf 9 Euro abgesenkt. Wie sieht das zum Beispiel für Einzelfahrscheine aus? Ja, gute Frage. Einzelfahrscheine wird es in diesen 3 Monaten nicht geben, es sei denn, sie kosten weniger als 9 Euro. Das heißt, wir werden alle Einzel- und Tageskarten, die mehr als 9 Euro kosten, in diesem Zeitraum nicht anbieten, sodass gewährleistet ist, dass niemand mehr als 9 Euro pro Monat zahlt. Machen Sie sich auch Sorgen um eine eventuelle Überfüllung der Busse und U-Bahnen aufgrund des günstigen Angebots? Es ist ja so, dass wir in den vergangenen Jahren nicht nur unser Angebot massiv ausgeweitet haben. Wir haben 3 Angebotsoffensiven nacheinander gefahren und damit das größte Angebot im HVV aller Zeiten. Sondern wir haben gleichzeitig auch immer noch den Effekt aus der Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben derzeit etwa 70% des normalen Fahrgastaufkommens. Und das kombiniert mit diesem großen Angebot, mit diesen dichten Takten, die wir in Hamburg und Umgebung fahren,
sorgt dafür, dass wir durchaus große Kapazitätsreserven haben. Und insofern ist gewissermaßen gerade der Zeitpunkt sehr günstig für diesen Monatszeitraum. Rechnen Sie durch das Angebot mit einem dauerhaften Kundenzuwachs? Wir haben natürlich das Ziel, die zusätzlichen Kunden, die wir aus diesem günstigen Preis erwarten, bei uns zu halten. Das heißt, wir wollen diejenigen, die bisher nicht oder nur sehr wenig mit uns fahren oder gefahren sind, davon überzeugen, auch nach diesem Aktionszeitraum bei uns zu bleiben und zu regelmäßigen Kunden zu werden. Ja. Die Initiative HVV umsonst hat gefordert, alle Menschen 3 Monate lang gratis fahren zu lassen. Wäre das nicht einfacher und schneller umsetzbar gewesen? Nicht unbedingt. Zum einen ist es ja so, dass diese Aktion nicht von den Verkehrsverbünden oder von den Ländern bzw. Städten finanziert wird, sondern vom Bund. Und der Bund hat gesagt, wir finanzieren euch dieses 9-Euro-Ticket, also 9 Euro pro Monat über einen Zeitraum von 3 Monaten. Wenn die Länder auf den Bund zugehen und sagen, wir möchten, dass es kostenlos wird, ist das gleichbedeutend damit, dass der Bund nochmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss. Das ist vom Bund bereits abgelehnt worden. Aus unserer Sicht ist dieses Angebot auch für 9 Euro sehr günstig und natürlich erfordert es einen gewissen Aufwand, um es umzusetzen. Gleichzeitig erleichtert es uns aber auch zu sehen, wie viele zusätzlichen Fahrgäste wir bekommen haben, wann sie die Tickets kaufen und auch wie sie nutzen. Insofern sind wir völlig d'accord damit, dass es genau bei dieser Regelung bleibt, wie sie bisher vorgesehen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fohl. Ich danke Ihnen. Deutschland soll aufgrund des Kriegs in der Ukraine schnellstmöglich unabhängig von russischen Energieträgern werden. Dazu müssen Energieimporte diversifiziert und erneuerbare Energien schneller ausgebaut werden. Hamburg möchte auch einen Beitrag leisten, um schneller von Russland unabhängig zu werden. Ich habe noch einmal die Bereitschaft, die Mithilfe Hamburgs bekundet, in unserem Hafen einen temporären LNG-Terminal einzurichten, um zusätzliche Lieferungen für das norddeutsche Gasnetz zu ermöglichen. In der Politik werden manche Stimmen lauter, der Druck wächst wegen eines möglichen Energieembargos gegen Russland. Noch vor einer Woche sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher in einer Talkshow, dass er klar gegen einen Importstopp sei, denn es schade dem Westen mehr, als es Russland schadet. Wie die Hamburger über einen Importstopp von Gas, Öl und Kohle denken, das haben wir sie heute gefragt. Ich bin vollkommen dafür. Ich finde es dekadent, anders zu denken. Wo die Leute so leiden und wir das tagtäglich mitkriegen, ich glaube, das wäre das kleinste Übel. Ich bin zwar kein Experte, was das alles mit sich bringt, aber rein emotional bin ich total dafür. Ich würde es richtig finden, das zu machen, weil ich halte es für verkehrt, dass man Russland weiter Geld gibt, um Krieg zu finanzieren, unter dem viele Menschen leiden. Ich denke, das wäre jetzt in dieser Situation unmöglich, weil Deutschland immer noch von russischem Gas abhängig ist und von heute auf morgen wäre das unmöglich zu machen. Ich wäre sehr dafür, denn wir müssen alles tun, damit Putin diesen Krieg verliert. Also ich finde es schwierig, weil wir hängen ja irgendwie am Tropf. Leider hängen wir drum. Ja. Leider hängen wir so am Tropf. Und also sonst würde ich sofort. Aber wir wissen ja nicht, was dann ist. Sitzen wir wirklich nächsten Winter in kalten Wohnungen? Laut Agenturmeldungen sollen die EU-Staaten als ersten Schritt nun einen Einfuhrstopp russischer Kohle beschlossen haben. Das Thema, über das gestern in der Bund-Länder-Konferenz am längsten verhandelt wurde, war die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Und dazu gab Hamburgs Bürgermeister Tschentscher Folgendes bekannt. Der Bund unterstützt die Länder und Gemeinden, indem er die Geflüchteten aus der Ukraine in Zukunft in das System übernimmt, das auch für anerkannte Asylsuchende gilt, nämlich die sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und auch die Sozialhilfe nach dem 12. Sozialgesetzbuch. Nach den hierfür erforderlichen gesetzlichen Anpassungen zum 1. Juni 2022 trägt der Bund dann viele Kosten, die bisher von den Kommunen getragen werden müssen. Darüber hinaus erhalten die Länder für das laufende Jahr 2 Milliarden Euro in 3 Positionen. Erstens 500 Millionen Euro für die sozialen Leistungen bis zum Inkrafttreten der eben erwähnten SGB II, SGB XII Regelungen zum 1. Juni und dann weitere 500 Millionen für die Kosten der Unterkunft.
Eine Position von 1 Milliarde Euro steuert der Bund bei für die übrigen Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung, dem Schulunterricht, der Gesundheitsrehabilitations- und Pflegeleistung. Umgerechnet sollen das ca. 50 Millionen für Hamburg sein, die der Bund der Stadt für die Aufnahme und Integration von Kriegsgeflüchteten überweist. Letzten Dienstag hat das Hauptzollamt Hamburg 36 Friseursalons und Barbershops in St. Georg, Altona und Bergedorf überprüft. Dabei wurden 11 Verstöße gegen die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns von 9,82 Euro festgestellt. In 12 Fällen besteht der Verdacht, dass die Meldepflicht zur Sozialversicherung verletzt wurde. Insgesamt waren 55 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz. Und nun zu weiteren Kurznachrichten aus der Stadt. Urteil im Prozess um die Freikartenaffäre beim Rolling Stones Konzert 2017. Das Landgericht verurteilte den früheren Bezirksamtschef Harald Rösler wegen Vorteilsnahme und Gewährung zu einer Geldstrafe. Er habe Freikarten für das Konzert im Stadtpark angenommen und an Kollegen weiterverteilt. Das Strafmaß beträgt 21.600 Euro. Sein damaliger Stellvertreter muss 12.100 Euro zahlen. Zwei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist wieder leicht angestiegen. 4.983 neue Fälle meldete die Sozialbehörde am Freitag. Das entspricht einer Inzidenz von nun 1.364,4. In den Krankenhäusern werden mit Stand Donnerstag 465 Menschen mit einer Covid-19-Infektion behandelt. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,89. Es sind 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzugekommen. Schwerer Unfall auf einem Parkplatz an der Hermann-Balk-Straße in Rahlstedt. Ein 83-jähriger Autofahrer raste mit seinem Fahrzeug in einen entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des Autos wurde dabei eingeklemmt und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein drittes Fahrzeug war in den Unfall involviert. Dem 83-jährigen Unfallfahrer wurde zunächst der Führerschein entzogen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Rentner Gas und Bremse verwechselt. Und wir kommen zum Sport. St. Pauli gegen Bremen, Nürnberg gegen Darmstadt und Schalke gegen Heidenheim. Die ersten 6 der Tabelle treffen in direkten Duellen aufeinander. Die Chance für den siebplatzierten HSV näher oben ranzurücken. Doch mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel geht es zu einem kleinen Angstgegner. Den einen Fluch endlich besiegt, den nächsten direkt vor der Brust. Das 4:0 im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue am Dienstag. Es war der erste Zweitligasieg des HSV im April. Am Sonntag geht es zum Nordrivalen nach Kiel. Gegen die Störche ist der einstige Bundesliga-Dino noch sieglos. Was wir alles für Flüche haben. Wahnsinn. Gibt's noch einen Fluch? Fluch der Karibik oder so? Ist ja schön, wenn ihr irgendwelche Schlagzeilen dann aufmachen wollt. Das ist schön, das freut mich auch für euch. Aber bei uns geht es nur darum, einfach Spiele zu gewinnen. Für Jonas Meffert ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. 3 Jahre hatte der Stratege an der Förde eine tragende Rolle gespielt. Doch der 27-Jährige ist nicht der Einzige, der sowohl für den HSV als auch für die KSV auflief. Denn mit David Kinzombi und Trainer Tim Walter selbst haben 2 weitere Hamburger eine Kieler Vergangenheit. War eine schöne Zeit. Ich komme immer wieder gern nach Kiel, vor allem dann auch, um die Menschen zu sehen, aber auch ja, das Drumherum, die See und das Klima finde ich oben auch wirklich sehr, sehr schön. Deswegen freut es mich, alte Bekannte und das Stadion, mal sehen, was sich alles verändert hat bis dahin. 6 Punkte auf einen Aufstiegsplatz bei noch 6 ausstehenden Partien. Der HSV darf sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Und trotzdem ist es so, dass wir einfach spielen und besser werden wollen und Spiele gewinnen wollen. Und ja, dadurch, dass wir nicht mehr gegen die oberen Mannschaften spielen, geht es auch nur darum, das nächste Spiel zu sehen. Und so ist es bei uns. Ob dann der ein oder andere auf die Tabelle guckt oder nicht, ist ja völlig egal. Damit es im Volksparkstadion nicht wieder stürmisch wird, hilft wohl nur ein Dreier im Holsteinstadion. Denn sonst dürfte ein anderer Fluch, nämlich der des verpassten Aufstiegs, auch im 4. Jahr Bestand haben.
Anstoß am Sonntag ist um 13.30 Uhr. 90 Minuten später wird das Landespokal-Viertelfinale vom FC Hamburger Berg angepfiffen. Das Team von Trainer Gerd Kruspe ist die Pokalentdeckung in diesem Jahr. Die Kreisklassenmannschaft trifft in der Runde der letzten acht auf den Landesligisten SC Hansa 11. Und der krasse Underdog gibt sich vor der Partie durchaus selbstbewusst. Die Vorfreude ist natürlich sehr groß geworden, nicht? Aber auch mit dem Hintergedanke, das Herz, das klopft, nicht nur bei mir, auch bei den Spielern, nicht? Also wir wollen da ja weiterkommen und haben auch die Absicht, wirklich eine Runde noch zu überstehen. Das ausführliche Interview finden Sie online unter hamburg1.de. Weitere Sportnachrichten gibt es jetzt kurz und kompakt im Sportflash. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der WM-Qualifikation in Hamburg deutlich gewonnen. Das Team von Bundestrainer Marcel Losfeld setzte sich gegen San Marino mit 5:0 durch. Damit bleibt der DFB-Tross weiterhin ohne Gegentor. In der Tabelle der Gruppe A liegt Deutschland mit 6 Punkten aus 2 Spielen auf Platz 1. Am Sonnabend geht es gegen die punktgleichen Montenegriner um den Gruppensieg. Anstoß in der CU-Arena in Neugraben ist dann um 17 Uhr. Der Handballsportverein Hamburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Thorsten Jansen setzte sich am Donnerstagabend mit 34:28 bei den Rhein-Neckar-Löwen durch. Bester Werfer war erneut der dänische Linksaußen Kasper Mortensen mit 9 Treffern. In der Tabelle zog der Aufsteiger damit am früheren deutschen Meister vorbei und belegt nun Rang 10. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt schon 11 Punkte. Am Sonntag geht es bereits weiter, dann ist der vorletzte HBW Balingen-Wallstätten zu Gast in der Sporthalle Hamburg. Der April ist in diesem Jahr besonders gut in der Produktion von Aprilwetter. Frank, wie ist denn die Nachrichtenlage in Bezug auf eine Wetterbesserung? Ich habe da ein paar gute Nachrichten. Es wird tatsächlich freundlicher in den kommenden Tagen. Wir schauen mal auf die Wetterlage. Dieses typische Aprilwetter wird uns im Moment noch präsentiert von Tiefnasim über Skandinavien. Es führt kalte Luftmassen zu uns, aber über dem Atlantik ist schon eine Warmfront zu sehen. Und hinter dieser Warmfront wird wärmere Luft Anfang der kommenden Woche auch unsere schöne Hansestadt erreichen. Dann geht es rauf mit den Temperaturen. Ein bisschen Sonne wird auch dabei sein, also insgesamt wird es dann mal ein bisschen freundlicher. Jetzt in der Nacht allerdings wird es eher nochmal ziemlich frisch. Die Temperaturen gehen zurück bis morgen früh auf 1 Grad. Der Tag morgen beginnt dann für einige überraschend möglicherweise sogar mal wieder mit einem Schneeschauer. Im Vormittagsverlauf Schnee- und Regenschauer, vereinzelt auch ein bisschen Graupel dabei. 5 Grad am Vormittag, 8 Grad am Mittag und Nachmittag. Anfangs noch Graupelschauer, zwischendurch auch mal eine Stunde richtig blauer Himmel, Sonnenschein. Dann kommt wieder ein Graupelschauer, dann wird es wieder freundlicher. Abendliche Temperaturen bei etwa 5 Grad. In der Nacht zum Sonntag, Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Graupelschauer am Sonntag, die dann vor allen Dingen am späteren Nachmittag nachlassen. Tagestemperaturen bei 8 Grad am Montag. Ja, langsam besser werdendes Wetter. Vormittags ein bisschen Sonne, nachmittags vereinzelt etwas Regen. Das ist eine Warmfront, die da durchzieht. Tagestemperaturen bei 11 Grad und nach Warmfronten wird es dann häufig ein bisschen milder. Deshalb am Dienstag Tagestemperaturen von 15 Grad. Da kommt diese mildere Luft von Südwesten hereingeströmt am Nachmittag. Dazu gibt es dann sogar ein bisschen Sonnenschein. Am Mittwoch wieder ein bisschen wechselhafter, aber die Temperaturen, sie bleiben. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Das war Hamburg 1 aktuell für diesen Freitag und somit auch für diese Woche. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle ein schönes Wochenende.